Achtung, ein Transport von Sable-Ausrüstung wird von der Magia angegriffen. Gemeldeter Ort ist das Modeviertel. Over. Okay, den nehmen wir mal mit. Ihr Jungs wollt Technik-Schnäppchen? Unbedingt in Wartet doch wie alle anderen auf den Schlussverkauf! Quetscht die Spinne, Jungs! Es kommen noch mehr! Spider-Man! Das reicht, ich rufe mehr Leute! Ich in die Tür! Du nimmst Spidey! Fast wäre die Tür offen gewesen! Vorsicht! Hammerhead hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste! Wie ein Haufen Kriminelle auszuschalten. Danke, Spider-Man. Das war echt knapp. Zum Glück hat Hammerhead die Technologie nicht gekriegt. Ja, zum Glück. Zum Glücki. Sehr schön. Ich glaube, das war das letzte hier, ne? War noch irgendwo? Nein. Das war das letzte. Oh. Right. Dann auf geht's zu dem letzten Versteck. Dann haben wir das auch erledigt, bevor es mit der Hauptstory weitergeht. Vielleicht schaffe ich das doch noch in dieser Aufnahmesession, auch den letzten Story-DLC zu meistern. Das war echt eine sehr lange Aufnahmesession diesmal. Aber ich habe gedacht, ich mache das dieses Jahr noch, bevor das Jahr zu Ende ist. Und bevor mein Urlaub auch vorbei ist. Geht ja immer so schnell vorbei dann, ne? Kaum hat man Urlaub, ist er schon wieder rüber. Kennt ihr bestimmt, oder? 1080. Wir verfolgen zwei gestohlene Sable-Transporter. Bitte nach Sutton Place. Over. Okay. Schnappen wir uns die erstmal. Dann haben wir dieses Verbrechen auch. Spider-Man ist hier! Zeigen wir ihm, dass er nicht erwünscht ist! Was sollen wir tun? Halt an! Bitte, bitte! Mit Zucker oben drauf! Mit Zucker oben drauf. Wenn ich fertig mit dir bin, zieh sie dich von den Achtung! Die Waffe ist kaputt! Das wird schmerzhaft! Mehr hast du nicht drauf? Boah, das ging aber echt, ey. Hammer. Schnell, Mann. Das ging mal wieder ins Spider-Höschen. Naja.
Shit happens. Kümmern wir uns da um das letzte Versteck hier. Der Eingang zu seinem Versteck muss ganz in der Nähe sein. Da ist mein Eingang. Hi David, ich habe das letzte Versteck gefunden. Großartig. Also, ich dachte, vielleicht sollten wir die Hilfsgüter zur Polizei bringen. Nur zur Aufbewahrung. Ich passe lieber selber darauf auf. Ich habe das Gefühl, dass du mir was verschweigst. Ich hatte ein Arbeitsvisum über Sable International. Durch meine Kündigung ist es ungültig. Schon eine Ausweiskontrolle könnte meine Abschiebung bedeuten. Ich will nur das hier erledigen, dann bin ich weg. Vielleicht kann ich dir bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Es ist schon okay. Das war meine Entscheidung. Ich bereue es nicht. Na, ob er uns die Wahrheit, ganze Wahrheit erzählt? Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass er wirklich noch was anderes verschweigt. Würde mich nicht wundern, wenn wir gegen ihn auch noch kämpfen müssen. Ich hoffe es zwar nicht, aber irgendwie sagt mein Bauchgefühl das. Ach Mist. Ich hab den zweiten total übersehen. Na egal. Ich bring dir Respekt bei. Wir dürfen keinen mehr verlieren. Hilfsgüter und niemand muss meine Füße küssen. Hi, MJ. Tust du mir einen Gefallen? Klar, was denn? Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Tja, ich hätte da jemand passen, wenn er ein Visum hätte. Ich glaube, manchmal sind Arbeitsvisa über Empfehlungen möglich. Schick mir deine Daten, ich höre mich mal um. Ah, das hat er also vor. Nicht schlecht, Spidey. Er will ihn also einen Job verpassen als Lehrer. Ich fürchte dir den Kiefer! In der Luft! Er hat mich! Bringt ihn um! Wir verlieren zu viel Jungs! Noch mehr von euch? Könnt ihr nicht einfach nur machen, was Gangster so machen? Holt ihn da runter! Was zum Teufel?
Ach, das glaube ich eher nicht. Können wir kurz Pause machen, um unsere Geräte und Kostüme zu ordnen? Bitte? Ah. Ich bin ihrem Peitschen immer. Das ist sowas von nervig. Tja, dann musstest du mich erstmal kriegen. Das erledigst du nicht!
Was, das alle? Anscheinend wohl nicht. Wo soll ich jetzt? Ah, da ist noch einer. Bleibst du hier? Wo bist du hin? Komm. So, das war der letzte. Was für ein Krampf. Und alles erledigt. Wunderbar. So, wo sind jetzt Davids Hilfsgüter? Okay, die Hilfsgüter. Die Hilfsgüter, wo seid ihr? Wo seid ihr da? Da sind sie. David, die letzten Hilfsgüter sind gesichert. Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich. Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Nach allem, was er getan hat, sollten sie eine Spider-Man-Statue am Times Square aufstellen. Es gibt da einen Typen, der wie er angezogen ist und Geld für ein Foto verlangt. Im Ernst, er ist das Beste, was dieser Stadt je passiert. Da haben wir ja soweit alles erledigt. Hammerhead Verbrechen, noch zwei hier. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Auch nichts. Jetzt sind es noch fünf. Und zwei, ja. Okay. Ja, nee, hier sind noch 2, 5 und auch noch 2. Vorher hast du ihn, wie war das noch? Lage genommen. Jetzt 2 Punkte oder nur eine? Ne, ist nur einer. Hey David, was gibt's? Spider-Man, ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten, David. Wohin? 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 Dahin ganz. Okay. Und nichts wie hin. Sieht aus wie eine Lieferung nach dem Kampf. Wie soll ich auf den Weg? Ihr braucht nicht noch mehr Waffen und garantiert keine Nahrungsvorräte. Du bist ein toter Mann! Was zum Teufel? Du hast noch nichts gewonnen. Das muss ich später unbedingt Sable erzählen. Vielleicht lerne ich sie dann von ihrer guten Seite kennen, sofern sie einen hat. So, weiter geht's. Schneller, Spidey. Ort ist Little Tokyo. Over.
Erst die Fahrzeuge aufhalten, dann sichere ich die Lieferung. Ich glaube, da ist Sable-Technologie drin. Jungs, hört auf mich. Mit ihr wollt ihr euch nicht verscherzen. Mit meinem Netz. Und ich dachte, das wär's jetzt mit Hammerhead-Leuten. Mach ihn fertig! Hau lieber ab! Nee, hast du nicht. Hast immer noch nicht genug. Das ist nicht deine Gewichtskraft. Glaubst du, dass ich dich da oben nicht erwische? Ich wünschte, Oscorp würde aufhören, Sable damit zu beliefern. So, weiter geht's. Zack. Zack. Ich sag Sable, dass sie ihr Panzerding holen kann. Oder was davon übrig ist. Oh, weiter. Nicht lang trödeln.
Überfall auf einen Sable-Transportkonvoi. Brauche Verstärkung bei Trinity. Over. Da ist David. Und er steckt in Schwierigkeiten. Okay, dann wollen wir das mal verhindern. Autsch. Danke. Hi, David. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Au. Die Geschütze ausschalten. Fast geschafft. Alles klar? Ah, Mann, ich komme hier nicht weg. Alles okay? Glaub schon. Dank dieser Sable-Panzerung. Also, was jetzt? Ich bringe die Hilfsgüter zur Symkarianischen Botschaft. Dank dir kriegen die Symkarianer endlich die nötige Hilfe. Schön, dass ich helfen konnte. Aber ich meinte, was ist jetzt mit dir? Tja, vor ein paar Minuten hat mich eine Schule in Midtown angerufen. Wenn ich dort als Lehrer anfange, bieten sie mir ein Visum an. Du hast nicht zufällig was damit zu tun? Guten Menschen passiert auch Gutes. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ich will den Kindern dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen, so wie du mir geholfen hast. Eigentlich sollte ich eher dir danken. Wofür? Für die Erinnerung, warum ich diese Stadt liebe. Liegt's an mir oder ist die Welt ein bisschen heller geworden? Ich werde dieses Gefühl die nächsten paar Sekunden genießen. Bevor wieder irgendwas Schlimmes passiert. Ich wette, David wird einer dieser coolen Lehrer, deren Kurse immer voll sind. Tja. Das ist gute Frage. Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Oh Mist, jetzt werde ich rot. Sieh mich nicht an. Neues Profilbild. Du bist der Beste. Ja. Gut, was haben wir denn noch zu erledigen noch? Okay, ja, die Hauptmission nur noch. Dann haben wir alles. Ja gut, die Verbrechen. Aber nur noch, ne? Nur noch die paar Verbrechen und die Hauptmission, dann haben wir alles erledigt.
Ja, ich denke mal, wir kümmern uns jetzt um die Hauptmission und schätze mal, dann war es das auch schon. 82%. Könnte gut möglich sein. Um 100 zu kriegen, muss ich natürlich die ganzen Verbrechen auch noch erledigen, aber das kennen wir ja aus der Hauptmission ja schon. Gut, dann begeben wir uns mal zum Lager.